Ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt, heute zum 7. Workout meiner 8. Pilates Intensiv-Workout-Reihe. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Wir machen kein Warm-up, also bitte mache dich vorbereitend warm und starte mit mir in den einbeinigen Squats. Ich freue mich sehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert, denn es folgen noch sehr, sehr viele weitere interessante Workouts. Auch auf meinem Instagram-Account Body and Mind könnt ihr mich finden und freue mich natürlich auch sehr, mit euch zu kommunizieren. Aber jetzt legen wir erst einmal los. Kommt in die Standposition rein mit Blick Richtung Matte nach vorne. Mit den einbeinigen Squats starten wir. Dazu löst ihr die linke Ferse und setzt das linke Bein im Gesamten ein kleines bisschen zurück. Die Arme vorbereitet nach oben anheben, das Becken aufrichten, Schambein zur Nasenspitze. Komme nun einatmen tief in den Squat. Atme aus, spann die Körpermitte an, schiebe dich nach oben. Einatmen tief. Ausatmen, Spannung nach oben. Die Kraft kommt aus deinem vorderen rechten Bein. Ausatmen, zieh dich lang. Einatmen, komme tief. Muskelkorsett aktivieren. Variation, komme einatmen tief, bleibe unten. Einen Armbogen, ausatmen, führ die Arme vor. Einatmen, führ sie zurück. Und ausatmen, komme spannungsvoll nach oben. Einatmen tief, bleibe in deinen Beinen unverändert. Ausatmen. Einatmen und komme nach oben, ausatmen. Schiebe dein Gesäß zurück, schau, dass dein unterer Rücken ruhig und stabil bleibt, du in kein Hohlkreuz mehr reinrutschst, sondern immer bewusst das Becken nach vorne schiebst, damit der untere Rücken länger wird. Und mit eurer nächsten Einatmung bleibt ihr unten. Ihr führt mir mal nur die Arme aus, ihr atmet aus, führt die Arme vor. Mit der Einatmung holt die Arme näher. Ausatmen, führt die Arme vor. Belastet das rechte Bein, Großzehe, Kleinzehe und die Ferse. Noch einmal, dann kommt die letzte Variation. Mit der nächsten Ausatmung setze dich in die Beine etwas tiefer. Mit der Einatmung komme nur ein kleines bisschen hoch. Ausatmen, setze dich tiefer. Einatmen, hoch. Noch zweimal mehr. Und eine letzte Wiederholung. Atme aus, atme ein, komm ein bisschen hoch. Mit der nächsten Ausatmung zieh dich lang nach oben. Setze deine linke Ferse auf, löse die Arme, geh über in den Standing Roll Down. Wir kommen jetzt in die nächste Übungssequenz. Eine Flow-Up-Folge, die Pilates Push-Up-Sequenz. Wandert mir jetzt mit den Händen nach vorne ins Brett. Setzt hier eure Knie auf, kommt einatmen in eine enge Push-Up. Mit der Ausatmung ins Brett, mit der Einatmung in den Up-Stretch. Unabhängig von eurem Atemrhythmus wandert ihr mit den Händen zu den Füßen zurück. Ihr rollt Standing Roll Down, nach oben auf, ihr atmet dabei aus. Okay, wir starten gemeinsam. Standing Roll Down. Ausatmen, abrollen. Wandert nach vorne ins Brett. Mit der nächsten Einatmung kommt eine enge Push-Up. Mit der Ausatmung Brett. Mit der Einatmung Upstretch. Und dann wandert mit den Händen zu den Füßen. In die Vorneige. Nächste Ausatmung aufrollen. Jeder jetzt in seinem Rhythmus, in seinem Atemtempo, okay? Ausatmen, rund machen, abrollen. Brettposition nach vorne. Knie setzen auf. Enge Push-Up, einatmen, ausatmen, Brett, einatmen, Upstretch nach oben, zurückwandern und aufrollen nach oben. Wir steigern das Ganze jetzt, indem zwei Push-Ups hintereinander folgen, ohne ins Brett zu kommen. Wandert nach vorne. Kommt mit der Einatmung tief, schiebt euch mit der Ausatmung nur nach oben und jetzt erst beim zweiten Mal ins Brett, in den Upstretch, mit den Händen nun zurückwandern und wieder aufrollen nach oben. Eine sehr schöne Mobilisation auch für dein Herz-Kreislauf-System. Zwei Wiederholungen noch. Ausatmen, abrollen, nach vorne wandern. Jetzt kommen drei enge Push-Ups, ihr Lieben. Ein tief, Ausspannung hoch. Ein tief, aus nach oben. Beim letzten Ausatmen schiebst du dich jetzt ins Brett nach oben.
Abstretch. Wander zurück. Und bereit machen für die letzte Wiederholung. Standing Roll Down. Abrollen. Jetzt sind es zum Abschluss 4 enge Push-Ups. Komme nach vorne. Atme ein, sinke tief. Atme aus, komme hoch. Einatmen, sinken. Spannungsvoll hoch. Körpermitte aktivieren. Ein letztes Mal noch und schiebe dich jetzt nach oben in dein Brett. Einatmen, upstretch. Wunderbar. Wandert nun langsam mit den Füßen nach vorne. So 2-3 Schritte und dann setzen die Hände auf, auch etwas näher zu deinen Füßen. Beuge deine Knie an und setze dich jetzt auf die Matte runter. In den Seitstütz, Unterarm wird aufgesetzt. Das obere Bein wird lang gestreckt. Jetzt komme erstmal in den Beinpendel rein, dazu hebe mir dein Bein an. Schiebe dich über die Schultern noch größer nach oben raus und beginne mit der Einatmung mit dem Beinpendel nach vorne. Mit der Ausatmung in der Verlängerung des Rumpfes stopfst du mir dein Bein. Einatmen, Pendel vor. Muskelkorsett aktivieren, stoppe in der Verlängerung. Einatmen vor. Zentrierung, ausatmen, stoppen. In der Verlängerung. Einatmen und aus. Wir steigern das Ganze jetzt. Wenn dein Bein mit der Ausatmung zurückkommt, löse mir auch dein Becken und ziehe dich lang Richtung Decke nach oben. Wenn das Bein wieder nach vorne kommt, setze langsam, kontrolliert das Becken wieder ab. Ausatmen, zieh dich wieder hoch. Einatmen, komme tief. Ausatmen, hoch. Noch einmal. Ausatmen. Und jetzt bleibe beim nächsten Mal ausatmend oben. Führe mir nur den Beinpendel weiter aus. Atme ein, komm vor. Atme aus, zieh dich zurück. Einatmen, das Bein pendelt nach vorne. Langgestrecktes Knie. Es sind noch zweimal mehr. Und eine allerletzte Wiederholung. Und dann stoppe dein Bein in der Verlängerung. Schiebe dich hier, sehr wichtig, über die stützende Schulter lang nach oben raus, dass du nicht hier komprimiert bist. Ziehe dich. Noch 4, 3, 2, 1. Das Bein setzt ab und komme runter auf die Matte. Über die Seitlage lege dich auf deinen Rücken. In der Rückenlage hole beide Hände an deinen Hinterkopf. Strecke mir das rechte Bein nach oben aus, das linke Bein auch nach oben aus. Schau, dass der untere Rücken ruhig auf der Matte liegt. Jetzt schau mal, wie weit kannst du mit der Ausatmung deine Beine nach unten sinken lassen, ohne dass die Bauchdecke sich nach oben rauswölbt, ohne dass der untere Rücken die Matte verlässt. Bleibe hier und atme ein, hol die Beine langsam zurück. Ausatmen, sinken lassen. Einatmen, wieder zurückholen. Beckenboden, Bauchdecke. Jetzt aktivieren. Zieh die Bauchdecke zur Wirbelsäule ran. Atme ein. Es kann auch sein, dass die Beine vielleicht nur so ein kleines bisschen nach unten gehen. Dann stoppst du dort, sobald du merkst, der untere Rücken löst sich von der Matte und holst die Beine dann zurück mit der Einatmung. Variation, jetzt mit der Ausatmung sinken lassen, mit der Einatmung kommen deine Beine zurück und das Becken hebt ganz sanft an. Ausatmen, wieder kontrolliertes sinken lassen, einatmen, Beine heben leicht an. Es sind noch 2 mehr. Und eine allerletzte Wiederholung noch. Atme aus, atme ein und dann stoppe das Ganze. Hole die Beine nah zu dir ran. Komm in ein ganz kurzes Päckchen rein. Die Beine nun in die Tabletop-Position. Beinrückseiten umfassen. Es ist ein Roll-Up. Atmet aus, rollt rund, langsam nach oben auf. Setzt die Füße auf. Kommt in die Hocke, in eure Vorneige rein und rollt Wirbel für Wirbel auf in den Stand. Von hier aus dreht ihr euch jetzt einmal um, dass ihr, wie wir eben begonnen haben, die Matte wieder vor euch habt. Jetzt ist es das linke Standbein, was belastet wird. Die rechte Ferse wird gelöst. Der Fuß ein kleines bisschen nach hinten abgesetzt.
Die Arme kommen vorbereitend nach oben. Mit der Einatmung kommt ihr jetzt tief in den Squat. Mit der Ausatmung schiebt ihr euch nach oben. Muskelkorsettspannung aufbauen. Ein tief. Ausatmen, Hauptkraft kommt aus deinem linken Standbein. Einatmend, schieb dein Gesäß auf einen gedachten Stuhl zurück. Den Armbogen dazu, bleib hier. Atme aus, führ die Arme vor. Atme ein, hol die Arme zurück. Atme aus, komme wieder hoch. Einatmen, komme tief. Bleibe in der tiefen Position, Armbogen. Nochmal euren Atemrhythmus. Einatmen, schiebe dich zurück. Ausatmen, Arme vor. Einatmen und das Ganze jetzt noch einmal wiederholen. Und dann bleibst du jetzt in der Squat-Position drin. Du führst mir nur die Armbewegung weiter fort. Atme aus, führ die Arme vor. Atme ein, hol die Arme zurück. Ausatmen, vor. Einatmen, zurück. Noch zweimal mehr, dann kommt die letzte Steigerung. Die letzte war, indem du dich jetzt mit der Ausatmung in die Beine ein bisschen tiefer setzt. Atme aus. Atme ein, schiebe dich hoch. Nur ein bisschen. Aus, tief. Einatmen, hochschiebe. Noch zweimal mehr. Und eine letzte Wiederholung noch. Atme aus. Atme ein, komm ein bisschen hoch. Mit der nächsten Ausatmung zieh dich lang nach oben. Setze deine rechte Ferse ab und komme über einen Standing Roll Down in die Push-Up-Sequenz erneut rein mit einer kleinen Variation. Wander jetzt zu mir nach vorne ins Brett. Öffne dich jetzt jedoch mit der Einatmung zu mir nach vorne ziehen, Arm weit Richtung Decke hoch. Mit der Ausatmung drehe dich mit Muskelspannung wieder zurück. Öffne dich jetzt zur anderen Seite. Atme ein. Atme aus. Setze dich ab. Setze die Knie ab. Eine enge Push-Up. Einatmen. Komme ins Brett. Upstretch. Einatmen. Wander zurück mit den Händen. Und ausatmen, Wirbelsäule aufrollen. Das Ganze wiederholen mit mir zusammen. Ich leite alles an, keine Sorge. Ausatmen, abrollen. Wandert ins Brett. Position aufbauen. Einatmen, öffne dich weit nach oben. Ausatmen, Körpermitte aktivieren, dreh dich langsam zurück. Einatmen, öffne dich zur anderen Seite. Ausatmen, zurückdrehen, plus Knie aufsetzen, enge Push-Up, einatmen. Ausatmen, Brett. Einatmen, Upstretch nach oben. In deinem Tempo Rhythmus zurückwandern und aufrollen. Ausatmen, nach oben. Einatmen, bereitest du dich wieder vor und rollst erneut. Ausatmen, rund nach unten ab. Nach vorne wandern. Das Öffnen mit der Einatmung. Ausatmen, absetzen. Ein, andere Seite. Ausatmen, absetzen, Knie setzen ab. Enge Push-Up ein. Ausatmen, Brett. Upstretch, einatmen. Zurückwandern. Und aufrollen nach oben. Groß machen, verlängern und noch einmal ausatmen, das letzte Mal jetzt, nach vorne wandern, ins Öffnen reinkommen, einatmen, zurückdrehen, ausatmen, öffnen, einatmen, ausatmen, drehen, Knie setzen auf, enge Push-Up. Ausatmen, Brett, Upstretch, Achtung, kommt mit der Ausatmung direkt wieder ins Brett zurück und öffnet euch. Haltet mir jetzt mal in eurem Alignment diese Position. Zieht euch lang Richtung Decke nach oben, spannt mir die Körpermitte an, haltet noch ein kleines bisschen, atmet jetzt aus, dreht euch zurück. Drehe mich weg von euch, hier auch von mir. Andere Seite öffnen. Denk daran, dass die Füße im Seitstütz immer mit öffnen. Ziehe dich. Schau, dass die stützende Hand durch den Zug der oberen nicht so viel Druck hat. Ziehe dich lang. Länger aufbauen. Noch länger. Und drehe dich ausatmend zurück.
Upstretch mit der Einatmung. Wander nun ein kleines bisschen mit den Füßen nach vorne. Ein kleines bisschen die Hände zu den Füßen. Kleine Hocke. Setze dich jetzt auf deine Matte und komme in den Seitstütz bitte auf die andere Seite. Der Unterarm setzt auf. Das obere Bein wird lang gestreckt. Es wird angehoben. Den Beinpendel. Einatmen nach vorne. Ausatmen spannungsvoll zurück. Einatmen vor. Schau, dass du vom Scheitel bis zum Steißbein vollkommen ruhig stabil bist und dich über die Schulter nach oben rausschiebst. Noch einmal, nur das Bein, dann kommt die Steigerung. Einatmen nach vorne, jetzt kommt das Becken. Ausatmen, ziehe dich weit Richtung Decke hoch. Setze ganz langsam das Becken wieder ab, atme ein. Ausatmen, ziehe dich wieder lang nach oben. Und wieder ein. Aus. Und ein. Spannungsvoll. Nach oben. Beim nächsten Mal bleibt dein Becken oben. Du führst mir nur den Beinpendel weiter aus. Du atmest ein, Beinpendel vor. Du atmest aus, bleibst hier. Groß, rausgeschoben aus dem Stützarm, aus deiner Schulter. Die letzten zwei noch. Ui, ganz schön warm. Noch ein letztes Mal. Und haltet für einen kurzen Moment. 4, 3, 2, 1. Absetzen. Komm runter. Über die Seite. Auf den Rücken legen. Letzte Übung für heute. Die Hände kommen an den Hinterkopf, wie eben auch. Die Beine holst du mir nacheinander nach oben. Du schaust, dass der untere Rücken wieder Richtung Matte geschoben wird. Atme nun einmal kraftvoll ein. Mit der Ausatmung das Muskelkorsett aktivieren. Die Beine sinken wie eben auch spannungsvoll nach unten, soweit der untere Rücken auf der Matte bleibt. Mit der Einatmung kommen sie zurück. Jetzt einen Crunch mit dem Oberkörper. Ausatmen, einatmen, sinken. Beine einheben. Ausatmen, Oberkörper. Absenken, einatmen. Sehr schön. Und ausatmen, Kopf, Schultergürtel rollt auf. Ausatmen, lasse ganz langsam die Beine sinken. Atme ein, hol sie zurück. Atme aus, rolle Kopf und Schultergürtel auf, schau zu deinen Oberschenkeln nach vorne. Und ausatmen. Kleine Variation jetzt zum Abschluss. Ausatmen, sinken deine Beine, untere Rücken Kontrolle behalten. Jetzt rolle Kopf, Schultergürtel auf und zieh die rechte Hand zum linken Fuß nach oben. Lege dich ab. Ausatmen, sinken. Einatmen, heben, linker Arm. Denke an die Aktivierung, Beckenboden, Bauchdecke. Ausatmen, ziehe dich, rechte Hand. Und ziehe dich links. Und eine allerletzte Wiederholung noch zu beiden Seiten, bitte. Und eine allerletzte noch. Und ausatmen, legt euch einmal ab, atmet aus, rollt mir einmal Kopf und Schultergürtel auf und zieht mir jetzt die Fingerspitzen zu euren Füßen nach oben. Haltet mir hier die Spannung noch für einen kleinen Moment. Zieht euch und legt euch entspannt ab. Einmal die Beine aufsetzen, du hast es geschafft. Du holst die Arme zurück hinter deinen Kopf, sodass deine Rumpfvorderseite einmal gut aufgedehnt wird. Atmest tief ein und aus. Noch ein letztes Mal. Und dann setzen wir die Beine auf. Holt die Beine in die Tabletop-Position nach oben. Einen Assisted Roll-Up. Ausatmen, rund machen, aufrollen nach oben. Einatmen, aufrichten, in die kleine Hocke, in die Vorneige,
aufrollen, Wirbel für Wirbel nach oben. Schultern kreisen lassen, zu mir nach vorne drehen. Ein tiefes Einatmen, die Arme ziehen lang nach oben. Ausatmen, senke sie nach unten ab. Ein letztes Mal noch tiefes Einatmen. Ihr Lieben, ihr habt es geschafft und ich bedanke mich sehr bei euch, dass ihr dabei seid und freue mich natürlich aufs nächste Mal mit euch zu trainieren.